Meier trifft Mediziner. Die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Mein Name ist Thomas Meier und ich bin hier heute an der Hirslandenklinik bei Dr. Daniel Dindo, einem Proktologen. Habe ich es richtig gesagt? Das ist ganz perfekt. Was macht ein Proktologe? Ein Proktologe befasst sich mit Krankheiten des Analbereichs und des Beckenbodens. Der Analbereich geht bis zum Dünndarm, Dickdarm. Wo beginnt der Analbereich? Es gibt tatsächlich verschiedene Definitionen. Der Analbereich eigentlich sind die 5 cm außerhalb des Anus und etwa die letzten also vier kreisförmig 5 cm. Genau, und etwa die letzten 4 cm des Darms oder des Enddarms. Was ist die typische Problematik, die sich in diesem Bereich ergibt? Ja, die Leute denken natürlich immer an Hämorrhoiden. Die sagen, bei jedem Symptom, ich habe Hämorrhoiden. Und alles, was dort hinten nicht gut ist, da sind die Hämorrhoiden schuld. Jetzt machen wir ein kleines Laienspiel. Die Hämorrhoiden, ich behaupte, wir alle haben ja Hämorrhoiden, aber es gibt Hämorrhoidalleiden, ist das richtig? Ja. Also die Hämorrhoiden haben wir ohnehin. Genau. Also die Aussage, ich habe Hämorrhoiden, ist medizinisch unbrauchbar. Das ist so. Also wir vergleichen immer mit dem Lateinischen, da hat man auch immer gewisse Worte weggelassen. Ich habe Hämorrhoiden heißt, ich habe ein Hämorrhoiden-Leiden oder ich leide unter Hämorrhoiden. Aber wie Sie sagen, Hämorrhoiden haben alle. Das ist ein Teil unseres normalen Kontinenzorgans. Also die Hämorrhoiden kann man sich vorstellen als eine Art Fotoblende, die den Analkanal luft- und wasserdicht machen soll. Sind dafür nicht die beiden Schließmuskeln da? Die sind für den groben Verschluss verantwortlich, aber Luft oder Flüssigkeit, das ist ja noch schwierig zurückzuhalten. Und da braucht es eben die Hämorrhoiden, um die vollständige Feinkontinenz auch zu gewährleisten. Zurück zu meiner Frage, was ist denn nun das häufigste Leiden? Das sind schon die Hämorrhoidalbeschwerden, die Patienten hierher führen. Das heißt Blutungen, das kann sein Juckreiz, das kann sein ein störendes Gewebe oder eine Gewebeausstülpung, die Patienten stört. Und das gehört sicher zu den häufigsten Leiden in diesem Bereich. Aber da gibt es natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Probleme, die in diesem Bereich entstehen können. Die Idee, dass Hämorrhoidalleiden vor allem Männer mittleren Alters betreffen, weil die schon so viel Zeit lesend auf der Toilette verbracht haben, ist das zutreffend? Ich glaube nein. Ich glaube, das Hämorrhoidalleiden ist zum großen Teil genetisch vorbestimmt. Es gibt auch eine familiäre Häufung und ich glaube, die Assoziation, dass die Hämorrhoiden beispielsweise mit Verstopfung zu tun hätten oder mit dem langen Sitzen, ich halte die nicht für korrekt. Aber es gibt ganz wenig Wissenschaftlichkeit diesbezüglich, die uns Antworten geben würden, auch wie häufig die Hämorrhoiden sind und wie sie in der Gesellschaft eigentlich verteilt sind, beziehungsweise die Hämorrhoidalleiden oder das Hämorrhoidalleiden. Das heißt, langes Lesen auf dem Klo gefahrlos? Das habe ich nicht gesagt. Es gibt die Vorstellung, dass das lange Lesen auf der Toilette schon nachteilig sein kann, weil der Beckenboden dann nicht stabilisiert sei. Der Beckenboden wird ja, das ist ja nicht die muskuläre Platte, die das Becken gegen unten verschließt und das Sitzen auf dem Klo ist relativ ungünstig, weil so die Muskulatur wirklich, man kann sich vorstellen, durchhängt. Überentspannt sozusagen. Genau, ja, genau. Und da gibt es schon Leute, die sagen, ja, das ist auf die Dauer
nicht gut, weil das zu Senkungsproblemen führen kann. Ob das aber wirklich so ist, wie gesagt, ich bin etwas kritisch, dass gewisse Verhaltensweisen solche Probleme generieren. Ich glaube auch Senkungsprobleme, das ist auch genetisch vorbestimmt, das sind die Patienten oder Patientinnen, die eine gewisse Gewebeschwäche schon mit sich bringen. Die gleiche Diskussion hatten wir beim Leistenbruch auch. Die Assoziation Leistenbruch, das ist der mit dem chronischen Husten oder der Straßenarbeiter, das ist, da weiß man, da gibt es genetische Unterschiede bei Patienten, die einen Leistenbruch haben. Die haben unterschiedliche Kollagenstrukturen. Und das wird wahrscheinlich auch für proktologische Erkrankungen eine gewisse Relevanz haben. Gibt es irgendwelche Tipps, Do's und Don'ts für die Toilette? Was soll man unterlassen und was soll man mehr tun, häufiger? Ich glaube, der wichtigste Ratschlag wäre, wirklich nur Wasser zu gebrauchen und normales Klopapier. Wir sind in einer Gesellschaft, in einer Luxusgesellschaft. Bei uns hat sogar das Klopapier hat Zeichnungen, es hat Farbe und es ist neuerdings auch beduftet. Und das sind alles Fremdsubstanzen, die über die Dauer Allergien auslösen können. Also wir kommen jeden Tag dann mit diesen Produkten in Kontakt und das kann bei prädisponierten Patienten kann das zu Problemen führen. Also die Allergie oder das chronische Analekzem als eine der Hauptursachen für den Juckreiz, das ist vor allem durch diese Produkte bedingt. Und auch durch eine Fehlvorstellung von Hygiene. Da sind die Duschgel und die Seifen und die Intimlotionen, die da verwendet werden, das gehört in die gleiche Schublade. Das ist eigentlich eine übermäßige Hygiene, die eben zu Hautproblemen führen kann. Deswegen der Tipp, weniger ist mehr. Das heißt, wenn Menschen sich besonders hübsches Toilettenpapier kaufen, das auch noch nach Aloe Vera duftet, dann kaufen sie im Glauben, etwas besonders Hygienisches zu tun, aber machen damit etwas Falsches. Das ist so, das suggeriert ja auch eine große Firma, die feuchtes Toilettenpapier verkauft, dass der Inbegriff der Reinlichkeit ist, wenn man ihr feuchtes Toilettenpapier kauft und das leuchtet ja ein. Niemand würde sich trocken die Hände waschen. Das stimmt schon. Aber wir haben das auch gesehen in der Corona-Pandemie. Die Leute haben immer Hände gewaschen mit Seife. Und die Dermatologen haben eine massive Zunahme von Hautproblemen gesehen, die eben durch diese Seifenprodukte ausgelöst wurde. Und deswegen muss man sagen, ja, feucht wäre schon gut, aber dann bitte so, wie es halt im asiatischen Raum oder in Japan oder im islamischen Raum gehandhabt wird, einfach Wasser. Fließendes Wasser, sei das Duschschlauch, sei das halt eben das Wasserklosett oder Wasser-WC, wie es in Japan überall steht, auch in den Bahnhöfen. Nur bei uns ist das ein absoluter Luxusartikel, den sich nur wenige Leute leisten oder leisten können. Sie besitzen ein Dusch-WC, nehme ich an? Ich bin so aufgewachsen, ja. Aufgewachsen sogar? Ja, also ja. Als Kind saßen Sie schon auf dem Dusch-WC? Ja, genau. Wie kam es dazu? Das war da einfach. Und ich weiß, meine Mutter hat immer gesagt, sie würde den letzten Franken dafür aufwenden, um ein solches Dusch-WC zu haben. Ihre Eltern? Ja. Proktologen? Nein. Woher kam dann die Einsicht? Ich glaube, das ist einfach Erfahrung. Das ist, wenn man so ein Dusch-WC mal hat, man gibt es nicht mehr her. Weil man sieht dann, was man eigentlich verpasst hat. In der Zeit, in der man das nicht gehabt hat, weil es ist einfach eine massive Zeitersparnis. Und ich besitze selber eines seit Jahren und würde es auch nicht mehr hergeben und würde zuerst vieles anderes hergeben vor dem Dusch-WC. Aus den genannten Gründen. Und trotzdem ist es bei uns immer noch, wie gesagt, relativ selten gesehen. Und obwohl wir eine massive Bautätigkeit haben, aber ich behaupte,
in all den schönen Eigentumswohnungen ist das optional. Das ist bei uns einfach noch nicht, das ist nicht so verbreitet. Aus irgendeinem Grund. Denken Sie, es müsste aus gesundheitspolitischen Gründen Subventionen geben für Duschwezes? Subventionen, das ist immer so ein heikles Wort. Nein, aber man müsste es stärker fördern. Und was ich nicht ganz begreife, es gibt eigentlich eine Firma, die das herstellt, das ist der absolute Marktleader. Der zweite auf dem Markt ging einmal fast Konkurs. Das war vor etwa 10, 15 Jahren, wurde dann aufgekauft, ist jetzt unter dem alten Namen, glaube ich, wieder auf dem Markt. Aber warum, dass da nicht 10 Firmen auf dem Markt sind, das ist mir nicht ganz klar. Weil es müssen auch ausländische Produkte in der Schweiz verfügbar sein. Ich weiß nicht, was in Japan so ein Teil kostet, aber die haben andere Stückzahlen als unser Schweizer Vertreter. Aber trotzdem ist konkurrenzlos. Und deswegen sind auch diese Produkte, das ist im Hochpreissegment. Und das begreife ich nicht. Und ich glaube, das müsste man müsste das mehr öffentlich machen. Und es müssten Firmen auf den Markt kommen, die das deutlich günstiger anbieten können. Der eine Anbieter hat jetzt ein Modell für Mietwohnungen auf den Markt gebracht, das keinen Anschluss an Wasser und Strom erfordert, sondern es gibt da eine Klebedüse, die man auf die bestehende Brille kleben kann, plus einen Wassertank zum Danebenstellen. Das ist also ein erschwingliches Einstiegsmodell. Was man natürlich auch machen könnte, man könnte das ähnlich machen wie die Kollegen in Deutschland, die von Wohnung zu Wohnung ziehen und die Küche mitnehmen. Auch ein Wasser-WC, das ich in die Mietwohnung einbaue, gehört mir und auch das kann ich natürlich wieder mitnehmen. Ich würde das dann eher so handhaben. Was mache ich falsch, wenn ich meinen Hintern ausschließlich mit Papier putze? Oder was tue ich mir an damit? Ich glaube eben, es ist eine Zeitverschwendung. Es kann enervierend sein, zu warten, bis dort hinten alles sauber ist. Und es gibt sicher Situationen, wo dir die Hygiene nicht ganz ideal ist. Ich kann mir vorstellen, man hat ein hartes Toilettenpapier und vielleicht sehr wenig Zeit. Dann ist es schon so, dass dieses stuhlige Reste können die Haut schädigen. Das ist dann das toxische Ekzem. Also wie geht das? Wie können diese Reste die Haut schädigen? Ja, das ist wie wenn ein Baby einen Tag in einer nassen Windel liegt. Das ist natürlich diese Feuchtigkeit und halt auch die Enzyme, die im Stuhl sind nicht für die Haut auf Dauer geeignet. Und dann kommt noch dazu, dass wir ja da auf diesem Hinterteil sitzen und mit dem Druck werden Substanzen hat wirklich in die Haut reingedrückt. Die liegen nicht nur da, sondern die werden wirklich auch reingedrückt, was dann zu verstärkten Hautreaktionen führen kann. Und dann stehen die Leute bei Ihnen, weil sie ja nicht mehr sitzen können. Ja, und sagen, Herr Dr. Dindo, was habe ich falsch gemacht? Ja, oder sie kratzen sich einfach oder schlafen nicht mehr gut, weil sie in der Nacht erwachen wegen dem Juckreiz. Das wäre so ein typisches Ekzemzeichen. Und all diesen Menschen sagen Sie, kein Problem, waschen Sie einfach künftig mit Wasser. Ja, das ist so einer der ersten Ratschläge. Auch wenn ich häufig so ein bisschen ungläubige Gesichter blicke, die dann wahrscheinlich denken, also wenn ich irgendwo noch ein Stück Seife vorrätig hätte, ich würde es für diese Region aufsparen. Ja, das ist halt einfach so, sind wir aufgewachsen und das ist in vielen Köpfen drin, dass diese Reinlichkeit, das geht sowieso nur mit Seife und dass das anders gar nicht funktionieren kann, bis man es ausprobiert, bis man eben Erfahrungen mit einem Wasser-WC, mit einer Dusch-WC, wie es heißt, Dusch-WC mal gemacht hat und man realisiert, doch, das genügt. Sie haben vorhin das Händewaschen mit Seife angesprochen. Davon raten Sie auch ab? Nein, aber das heißt nur, eben wie gesagt, der Unterschied ist, Seife
Seife an sich kann die Haut schädigen. Seife nimmt den Schutzmantel der Haut weg. Und in der Corona-Zeit, wenn man das 30 Mal macht, dann bekommt man Probleme. Im Analbereich kann es einfach viel früher kommen. Heißt nicht natürlich, Seife ist selbstverständlich okay, aber einfach im Analbereich ist es problematisch, weil dort haben wir hohe Druckverhältnisse. Und dort kommt eben das Problem dazu, dass die Substanzen, die in einer Seife enthalten sind, wirklich in die Haut reingedrückt werden. Und das passiert an der Hand nicht. Also wir haben ein höheres Problempotenzial irgendwelcher Substanzen, wenn man die Haut unter Druck setzt. Das heißt, Sie benutzen Seife? An der Hand, selbstverständlich. Im Haar? Selbstverständlich. Überall dort, wo dieser hohe Druck nicht herrscht, ist das völlig unproblematisch. Wenn man nicht allergisch auf irgendeine Substanz reagiert. Ich meine, gewisse Allergiker haben das auch, Probleme ohne Druck. Aber sie können auch als Nicht-Allergiker mit einer übermäßigen Seifenbehandlung Probleme kriegen. Und wenn Sie den Menschen sagen, nehmen Sie einfach künftig Wasser, dann blicken Sie in erstaunte Gesichter, aber wird das dann letztlich beherzigt? Ich glaube schon. Also Leute, es hängt immer davon ab, was der Leidensdruck dieser Patienten oder wie hoch dieser Leidensdruck ist. Wenn Leute kommen und sagen, seit 2 Jahren juckt es und ich kann nicht mehr schlafen und so, und einer gibt ihnen eine Erklärung, die sie dann auch verstehen, dann glaube ich schon, dass das angewendet wird. Aber ich weiß schon, viele, dass gewisse Leute Mühe haben, das konsequent vielleicht umzusetzen, weil sie das Gefühl haben, ja, es gibt gewisse Lebenssituationen, wo die absolute Reinlichkeit halt als oberstes Gebot oder sie das einfach als Wichtigstes anschauen und das vielleicht, die das nicht ganz konsequent durchziehen. Aber ich habe schon das Gefühl, oder auch wenn wir Nachkontrollen machen, dass sich viele Leute daran halten und eben merken, dass das Leben halt dann ohne Juckreiz eben dann doch besser ist. Jetzt ist die Analregion ja ein, wenn man so will, Zwei-Wege-System. Da gehen ja nicht nur Dinge raus, sondern manchmal auch rein. Wenn es im sexuellen Kontext betrachtet wird, ist das auch ein Thema in Ihrer Arbeit? Eigentlich nicht. Nein, ist so gesehen eigentlich nicht, weil der Analverkehr wird häufig oder häufiger praktiziert, als man denkt. Wird halt auch etwas tabuisiert. Das ist nicht der Ort, wo die Leute im Detail über ihre sexuellen Präferenzen mit mir sprechen. Es gibt schon mal die Frage, ja, eben, ist das schädlich oder wie sehen Sie das aus medizinischer Sicht? Aber ansonsten ist das eigentlich kein Problem. Also, oder nicht. Ist das schädlich? Erstaunlicherweise weiß man das gar nicht. Mir bekannt sind 2 Studien, eine bei Frauen und eine kürzlich erschienene Arbeit bei Männern. Die wurde vor einem halben Jahr publiziert. Erstaunlich ist, dass gerade bei den Männern diese Studie so spät, also wie gesagt, ist 2021 publiziert und vorher ist nichts in der Literatur, so viel ich weiß, bekannt gewesen. Und die Frage ist, schadet Analverkehr? Bei Frauen wie bei Männern kommt man zum Schluss, Leute, Männer wie Frauen, die das praktizieren, haben ein höheres Risiko für Kontinenzschwierigkeiten. Das ist die Frage, was man aus dieser Erkenntnis macht. Also nicht ein hohes Risiko, sondern ein erhöhtes Risiko. Erhöhtes Risiko. Die Zahlen sind mir jetzt nicht ganz geläufig, aber ich kann nur aus meiner Praxis sagen, ich sehe viele homosexuelle Patienten, das ist praktisch nie ein Thema. Und ich glaube, dass auch das ist eine Fehlvorstellung, dass Kontinenz nur Muskelkraft bedeutet. Es ist so, dass Analverkehr schwächt die Muskulatur. Das ist so. Je nach sexuellen Präferenzen kann man, oder glaube ich, zu erkennen, ob jetzt eine Person, man sagt, im rezeptiven Analverkehr hat oder nicht. Weil einfach der Ruhedruck der Schließmuskulatur ist deutlich tiefer, je nachdem auch, wie man diesen Analverkehr praktiziert. Was heißt wie?
Ja, es gibt natürlich verschiedene. Sie haben gesagt, es ist auch ein Organ, bei dem gewisse Dinge reingehen. Es können ja verschiedene Dinge in dieses Organ reingehen. Ach so. Und das kann verschiedene Größen, Durchmesser haben. Und da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wie gesagt, in dieser Studie, bei den Männern hat man das schon gesehen, da gibt es eine gewisse Abhängigkeit, wie der Analverkehr praktiziert wird, bezüglich der Kontinenzleistung. Aber es ist jetzt sicher nicht so, dass man sagen kann, ja, jeder, der das praktiziert, wird irgendwann inkontinent. Das ist überhaupt nicht so. Weil das ist eine Form der Sexualität, die irgendwie zur heutigen Zeit gehört. Das war wahrscheinlich vor 10, 20 Jahren noch anders. Vor 200 Jahren sowieso. Wie kommen Sie zu dieser Annahme? Ja, also vor 200 Jahren stimmt das, 17, 18. Jahrhundert, zumindest in Frankreich, stand die Todesstrafe auf Homosexualität und Analverkehr. Das war auch juristisch wurde das verfolgt. Ist auch heute noch in verschiedenen Kulturkreisen etwas, was nicht toleriert wird. Und von dem her eben auch vor 10, 20 Jahren haben wir wahrscheinlich das ähnlich tabuisiert. Aber heute ist das ein offenes, nein, es ist kein offenes Thema, aber es ist zumindest ein... Schöne Bezeichnung. Ja, genau. es ist zumindest kein... Ja, wie sagen wir das? Das wird akzeptiert. Ich glaube, das zeigen auch gewisse... Ja, das ist eben Pornhub... hat mal geschrieben, ist der häufigste Suchbegriff, der eingegeben wird. Also das gehört zu unserer Gesellschaft. Und jetzt moralisieren, das machen wir ja nicht mehr, aber das auch aus medizinischer Sicht zu sagen, das darf man nicht. Ich glaube, so weit kann man nicht gehen. Aber es gibt viele Sachen, die wir machen, die das Risiko erhöhen, dass etwas passiert, was wir nicht gerne hätten, und wir machen es trotzdem. Und das ist natürlich beim Analverkehr wahrscheinlich das Gleiche. Ein Tabu, das mit dem Analverkehr behaftet ist, ist ja, es sei schmutzig. Was sagt der Arzt dazu? Ja, also in den Kreisen, in denen das wirklich praktiziert wird, die würden das wahrscheinlich anders formulieren. Dort bereitet man sich dafür vor. Also dort wird gespült. Die Analspülung gehört da dazu. Und das ist wahrscheinlich in den heterosexuellen Kreisen wird das anders gesehen. Aber in den homosexuellen Kreisen ist das schon so. Dort wird die Region so rein gemacht oder rein gehalten, eben als Vorbereitung. Und genau eben wegen diesem Aspekt halt, aber ich denke, wenn das hat einen anderen Stellenwert. Bei der heterosexuellen Beziehung ist das eine Spielform, die vielleicht kurz zum Zug kommt, und bei der männlich-homosexuellen Population ist das halt wirklich das Zentrum. Von dem her, ja, ich glaube, das kann man verstehen, dass das die Leute so sehen, aber gilt jetzt nicht für alle Personen, die Analverkehr haben. Ist die Spülung notwendig oder ist einfach darauf zu achten, dass der letzte Stuhlgang nicht allzu lange her ist? Nein, ich glaube, das hängt von der Art der Sexualität ab. Wenn man den Analverkehr oder die Analregion so ins Zentrum stellt, dann mag die absolute Reinlichkeit durchaus Vorteile haben. Und bei heterosexuellen Paaren, glaube ich, steht das jetzt nicht so im Vordergrund. Von dem her ist dort auch die Reinlichkeit steht nicht so im Vordergrund. Womit kann man Sie anal überraschen? Was haben Sie noch nicht gesehen oder gehört? Oder so selten, dass Sie jedes Mal finden, wow, das hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, also eigentlich kann mich nichts mehr überraschen. Ich glaube, ich habe alles schon gesehen und gehört.
In meiner täglichen Arbeit kommt das jetzt nicht mehr so häufig vor. Das war früher in großen Notfallstationen eher anzutreffen. Das sind halt die analen Fremdkörper. Und auch da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, das kann auch erstaunen, was man da alles so findet. Das ist jetzt bei mir jetzt in der Praxis oder hier in der Hirslandenklinik jetzt nicht so, ich werde jetzt nicht mehr so häufig damit konfrontiert, aber das war zum Beispiel am Unispital war das schon ab und zu der Fall, dass man sich da ziemlich abgemüht hat, irgendwelche Fremdkörper rauszufischen. Was war der groteskeste? Ja, das Schwierigste war ein Weinglas. Ein Weinglas, wo der Kelch des Weinglases als erstes in den Analkanal geschoben wurde. Und das Problem bei solchen Sachen ist, die kann man fast nicht entfernen, weil es gibt wie ein Vakuum und es darf auch nicht zerspringen. Also das sind die schwierigsten Geschichten. Sonst ist klar, das sind so die noch vibrierenden Dildos oder mal irgendwie der Vorgänger des iPhone oder solche Geschichten. Aber die sind zum Teil wirklich schwierig zu entfernen, weil man darf keinen Schaden anrichten. Und im Extremfall muss man den Bauch öffnen und das durch den Bauch operieren, weil es von anal her nicht mehr entfernbar ist. War das beim Weinglas so? Nein, das war nicht so. Es ist zwar zersprungen, aber ohne Schäden zu machen. Die Angst ist immer natürlich, dass man Glassplitter übersieht und die dann in die Wand reingedrückt werden. Dieses Feld, in dem Sie tätig sind, wie ist es zu Ihnen gekommen? Wie haben Sie sich dafür entschieden? Ich habe immer gewusst, ich will eine akademische Ausbildung machen. Ich möchte an die Uni, ich möchte wissenschaftlich tätig sein. Und es war schon immer klar, ich möchte ein Organ beherrschen. Also ich war schon immer der Anhänger der Superspezialisierung. Und im Universitätsspital in Zürich war ich auf der Bauchchirurgie. Das ist das Feld, was mich immer interessiert hat. Und das wurde dann in Teams eingeteilt. Da gab es das Team, das Leberteam, da gab es das Schilddrüsenhormonteam, das Team für die Operationen bei Übergewicht und halt eben auch das Darmteam. Und ich bin dann relativ früh, habe ich die Möglichkeit gehabt, in dieses Darmteam zu kommen, wenn ich mich auch dieser Proktologie widmen möchte. Und das war für mich eine große Chance, überhaupt in ein Team reinzukommen. Das war dann als Oberassistent und ich war froh, überhaupt einen Garten zu haben. Es war jetzt nie so, dass ich gedacht habe, ja, ich möchte jetzt Proktologie machen. Ich hätte auch mich in anderen Feldern gesehen. Und in dieser Zeit habe ich Darmchirurgie gemacht, Krebschirurgie gemacht, große Chirurgie gemacht, aber auch immer die Proktologie mitgemacht. Und es war quasi ein Pflichtfach, das Sie mitgenommen haben. Ja, es war mit und ein Pflichtfach. Und ich muss sagen, die kleine Chirurgie hat natürlich auch viele Vorteile gegenüber der großen. Man hat eine begrenzte Verantwortung. Was ist der Unterschied zwischen kleiner und großer Chirurgie? Ja, eben die Proktologie ist natürlich, das sind natürlich kleine Chirurgie, also die weniger als eine Stunde. Die Invasivität ist halt kleiner, also die Belastung für den Patienten ist viel, viel kleiner. Nach proktologischen Operationen muss man nicht auf eine Intensivstation beispielsweise. Man ist nicht 6 Stunden im Operationssaal und die Komplikationen sind sehr überschaubar an Zahl und an Schweregrad. Das ist natürlich die Krebschirurgie. Sie haben einen großen Tumor im Enddarm. Dann geht die Operation schnell mal 4, 5, 6 Stunden. Und wenn es Komplikationen gibt, dann sind sie wieder 1, 2 Stunden in der Nacht irgendwo im Operationssaal und die Patienten zum Teil auch in schlechter Verfassung. Und das ist auch eine Verantwortung, die man übernehmen muss und mit der muss man dann auch umgehen können. Und ich habe dann schon auch gemerkt, dass diese Chirurgie ist zwar spannend, aber sie verlangt viel
oder sie verlangt viel von mir ab, also an psychischer Belastung. Und so habe ich das eigentlich auch in der kleinen Chirurgie oder eben in dieser Proktologie durchaus die Vorteile gesehen. Also es ist eine hochspezialisierte Chirurgie, wo auch viel Wissenschaft gemacht wird, gemacht werden kann. Es ist eine Superspezialisierung, die eben nicht so viele Leute haben oder nicht viele Chirurgen begnügen sich mit diesem Gebiet. Und als ich dann das Spital gewechselt habe, habe ich gesehen, das wird schwierig mit der großen Chirurgie, weil diese Subspezialisierung in diesem Spital, das hat es nicht gegeben. Und somit, und es hat keine Proktologie gegeben. Und somit war das mir irgendwie auch recht, mich in der Proktologie oder mich eigentlich nur noch mit der Proktologie zu befassen. Einerseits war das sehr zeitintensiv, die Proktologie dort aufzubauen, auch ein Beckenbodenzentrum aufzubauen. Und so habe ich mich dann immer mehr von der großen Chirurgie verabschiedet, habe das hier im Hirsland noch gemacht, als ich begonnen habe, und dann gemerkt mit der Zeit, je weniger das man macht, desto schwieriger wird die Chirurgie, desto mehr nimmt auch die Belastung zu. Und irgendwann kam der Moment, als ich gesagt habe, nein, das ist jetzt gut so. Ich werde jetzt einer der wenigen Proktochirurgen der Schweiz. Wie viele gibt es denn? Es gibt, also als ich mich entschieden habe, gab es noch jemanden in Genf, der eigentlich das genau gleiche Spektrum gemacht hat wie ich. Der ist aber schon eine Generation älter. Das heißt einfach, die Proktologie und Darmchirurgie, wenn es nicht um Krebseingriffe geht. Mittlerweile sind es sicher mehr. Aber es ist wahrscheinlich nicht viel mehr als eine Handvoll Leute, die sagen, das ist mein Bereich und mehr mache ich nicht. Weil das ist schon eine, man limitiert sich natürlich. Und ich glaube, viele haben entweder das Interesse oder den Mut nicht, zu sagen, gut, ich begnüge mich auf dieses Feld. Und das ist natürlich, für mich war das auch damals natürlich auch eine Chance. Wenn die Konkurrenz fehlt, ist es natürlich einfacher, etwas aufzubauen, als wenn man in einem sehr kompetitiven Feld arbeiten würde. Das heißt, Sie sind nicht ein unbedingt kompetitiver Mensch? Doch, eigentlich schon. Aber es gibt natürlich, jetzt nehmen Sie die Allgemeinchirurgie oder die Bauchchirurgie. Dieser Markt ist mittlerweile so kompetitiv, dass Sie natürlich, wenn junge Oberärzte in diesem Feld arbeiten, Sie nicht mehr sagen können, wo Sie in 5 Jahren tätig sein werden. Sie werden nicht sagen können, in welchem Spital, geschweige denn noch in welchem Kanton Sie tätig sein werden. Und ich hatte relativ früh Familie, wäre auch nicht bereit gewesen, für den Beruf jetzt in andere Kantone zu gehen, die mir jetzt vielleicht nicht so sympathisch gewesen sind, aber nur des Jobs wegen. Und von dem her ist dieses Kompetitive in der Chirurgie, finde ich, schwierig, weil das heißt nicht nur kompetitiv, sondern es heißt unplanbar. Die Zukunft ist unplanbar. Und das, ich würde es eher sagen, ich bin sehr kompetitiv, aber habe es doch gern geplant. Worin besteht denn die Kompetition in diesem Feld? Ja, weil sie haben natürlich wenig, sie haben eine breite Basis, sie haben, sagen wir nochmals, sie haben viele Assistenzärzte, sie haben viele Oberärzte. In den letzten Jahren hat die Zahl dieser Assistenz- und Oberärzte auch massiv zugenommen wegen der Limitierung der Arbeitszeit. Also man musste mehr, man musste die Teams aufstocken, dass man diese Arbeitszeiten auch einhalten kann. Jetzt aber Führungspositionen haben sie natürlich deutlich weniger. Und zu sagen, ja, ich würde jetzt gerne leitender Arzt werden in einem Universitäts- oder Kantonsspital, das können sie nicht planen. Die Stellen werden nicht alle 2 Jahre ausgeschrieben und sie können sich dann da, sie müssen sich da sozusagen nur gegen ihre Konkurrenten behaupten, sondern diese Stellen gibt es einfach nicht. Weil halt einfach die Stelleninhaber, da gibt es einfach wenig Fluktuation. Wenn das
dann mal wirklich ein großes Spital ist, eben in meinem Fall hätte es ein großes Spital sein müssen, wegen dieser Spezialisierung in den kleineren Spitälern kann man sich nicht auf die Darmchirurgie fokussieren oder limitieren. Da müssen sie die ganze Breite anbieten können. Das heißt, im Rückblick sind Sie glücklich, haben Sie so entschieden? Ich würde es jederzeit eigentlich wieder so machen, weil ich glaube, das ist auch der Zeitgeist. Der Zeitgeist heißt, Sie möchten gern, wenn Sie eine Operation haben, sei das am Magen, sei das irgendwo, oder Sie haben eine Fraktur, einen Bruch des Unterarms, Sie möchten gern zu dem, der das sehr, sehr häufig macht. Und das ist so, das ist der Zeitgeist, der wird auch so von außen gesteuert, beispielsweise Tumorchirurgie, da sind Sie nicht mehr frei zu operieren, was Sie gerne würden oder was Sie glauben zu können als Chirurge. Sie müssen die Qualifikation haben, Sie müssen die Fallzahlen haben und Sie müssen spezialisiert sein, diese gewissen Operationen noch ausführen zu dürfen. Und das ist etwas, was auch in anderen Bereichen, die noch nicht reglementiert sind, eben auch wichtig sind. Denke immer, wenn Sie entscheiden für ein Familienmitglied oder für Ihr Kind und das hat jetzt ein Problem, ja, zu wem gehen Sie? Gehen Sie zu einem allgemeinen Chirurgen oder gehen Sie zu jemandem, sagen wir bei den Kindern, zu einem Kindertraumatologen? Da würde man jetzt wahrscheinlich eher den Kindertraumatologen aufsuchen, als irgend in einem peripheren Spital den Chirurgen, der auch Traumatologie macht und der auch Kinder macht. Ich glaube, wir würden für andere auch den Spezialisten aufsuchen. Und ich glaube eben, dort liegt die Zukunft. Die Leute werden, die Chirurgen, auch in anderen Bereichen der Medizin, werden sich immer mehr spezialisieren müssen. Weil das auch von den Patienten so gefordert wird. Das heißt also, die Wahl, die man trifft, die muss man mit Bedacht treffen. Nein, ich glaube, weil sie dann gilt. Ja, wobei ich glaube, es wird ganz viel interessant, wenn man mal etwas hinter das Oberflächliche sieht. Also, wenn Sie irgendeinen Forschungsbereich haben, man geht in ein Labor, ich war auch 1,5 Jahre in einem Labor und habe so ein bisschen Grundlagenforschung gemacht. Das braucht wenig, sodass Sie plötzlich eine Faszination für ein Enzym entwickeln oder für irgendein Molekül entwickeln. Und ich glaube, einfach überall dort, wo Sie sich in hohem Maße mit dem auseinandersetzen, wird interessant. Von dem her glaube ich schon, es spielt vielleicht gar nicht so eine Rolle in der Viszeralchirurgie, ob man jetzt der Magenspezialist ist oder der Leberspezialist oder der Proktologe. Na gut, das würden die Leberspezialisten wahrscheinlich anders sehen. Aber schlussendlich ist es einfach mit der Spezialisierung, wenn sie mehr wissen als der Durchschnitt, dort liegt das Interessante. Ist es für Sie befriedigend? Ja, also ich glaube, die Gewissheit, mehr zu wissen als die anderen und zum Teil auch Referenzzentrum zu sein, das ist schon befriedigend. Also wenn man Patienten zugewiesen kriegt, die vielleicht an anderen Orten jetzt nicht so zufrieden waren oder die schon mehrfach voroperiert wurden oder denen ich einfach empfohlen worden bin, das ist schon eine, wie Sie sagen, Befriedigung, die den Job natürlich dann zusätzlich interessant oder, sagen wir, schön macht. Ja. Also es war gar nicht die Proktologie, die Sie als solche angezogen hat, sondern die Spezialisierung. Das, ja, eigentlich schon, ja. Das Privileg der Spezialisierung. Eigentlich schon, ja. Eigentlich war, wie gesagt, ich hab mich immer als Magenchirurge gesehen, weiß auch nicht warum. Aber einfach so das Wissen, dass meine Skills und mein Fachwissen dem anderer nicht sagen überlegen ist, aber wo ich einfach mehr weiß und mehr kann als andere. Ich glaube, das war so die Driving Force. Und am Schluss ist halt bin ich halt in der Proktologie gelandet. Aber wie gesagt, geplant so in dem Sinn war das nicht. Was gibt es dazu zu lernen für Sie noch? Ja, ich glaube, es gibt in der Proktologie gibt es gewisse Themenbereiche, die
schwierig sind, nicht unbedingt operativ schwierig, aber bei denen wir noch viel zu lernen haben, sagen wir die Fistelchirurgie, die Analfistelchirurgie, das Problem seit Jahrzehnten bekannt und immer noch ungelöst ist die hohe Quote an Rezidiven. In der klassischen Fistelchirurgie haben wir Rezidive von sicher 30%. Das heißt, dass das Problem wieder kommt. Genau, und das ist ungelöst, obwohl trotz sogenannt modernster Technik und proklamierter Laserverfahren und Kunststoffe und Metallclips und was alles in den letzten 10, 20 Jahren auf den Markt gekommen ist, immer noch ein ungelöstes Problem. Und für die Patienten wirklich ein Problem, weil die natürlich sehr, sehr frustriert sind und auch immer mit der Angst und dem Risiko einer Kontinenzschädigung leben. Und häufig sind es auch junge Patienten und das Problem, wie gesagt, nach wie vor ungelöst. Und da muss man noch sehr, sehr viel dazu lernen, beziehungsweise wir müssen diese Krankheit besser verstehen. Und es braucht auch da mehr Studien. Es braucht mehr Einblicke in die Krankheitsgeschehnisse dieser Erkrankung, dass wir das wirklich, ja, dass wir dieses Problem endlich knacken können. Und das ist sicher etwas, was man noch lernen kann und vielleicht, ja, in naher Zukunft mal gelernt hat. Aber momentan sind wir nicht viel weiter als noch vor 10 Jahren. Wie muss ich mir das vorstellen? Ihre persönliche Weiterbildung, ist das eher Push oder Pull? Sind Sie auf Newsletters abonniert oder müssen Sie sich tatsächlich spezifisch bemühen im Sinne von, was läuft jetzt da neu? Ich muss mich spezifisch bemühen. Also das ist halt die medizinische Datenbank, die man wieder mal durchackern muss, um zu sehen, ja, gibt es da etwas Neues auf meinem Gebiet? Es ist so, ich hab jetzt keine Zeitschrift abonniert oder so, aber das ist Anal Today. Ja, zum Beispiel, aber es ist schon aktive Arbeit und es gibt schon natürlich Kongresse, wobei die Kongresse natürlich, das ist immer ein bisschen schwierig, also da man muss anreisen und sehr time-consuming, so dass ich eher der stille Leser bin und schaue, was in der Literatur publiziert worden ist, als halt mein Wissen über die Kongresse zu akquirieren. Und ist das etwas, was Sie regelmäßig tun? Immer freitags, nachmittags oder einfach so, wenn es in den Sinn kommt? Nein, nicht in dieser Regelmäßigkeit. Wenn es mir in den Sinn kommt, oder ich irgend selber etwas schreiben muss, was auch vorkommt, oder wenn man Anfragen kriegt, wieder mal für eine deutschsprachige Zeitschrift etwas zu schreiben, dann wird man natürlich automatisch damit konfrontiert, weil man die Referenzen natürlich angeben muss und wird man dann mit der neuen Literatur natürlich konfrontiert. Aber ich habe jetzt keinen Donnerstagnachmittag-Algorithmus oder so, das nicht. Sie haben vorhin die psychische Belastung der großen Chirurgie angesprochen. Gibt es bei Ihnen hier in der kleinen Chirurgie auch eine psychische Belastung oder sind Sie da weitgehend verschont? Jeder Patient, der nicht zufrieden ist, ist für mich eine Belastung. Weil die Leute kommen mit dem Anspruch natürlich, es muss gut kommen. Es ist auch kleine Chirurgie. Also A, müssen die Symptome weg sein, es soll komplikationslos vonstatten gehen. Natürlich jeder Patient, bei dem irgendetwas vorfällt, ja, kann nicht sagen Belastung, aber doch stört mich natürlich. Und vor allem, wenn es dann eben bei der Fistelchirurgie beispielsweise, ist es schon so, dass vor allem Patienten, wo man sich dann vielleicht 2-3 Mal versucht, wird dann schon zur Belastung. Oder eben man hat eine Komplikation, wo man merkt, irgendwie kann ich die nicht lösen. Finde ich schon belastend, weil man geht doch irgendwie eine
gewisse Beziehung ein mit dem Patienten. Und wie gesagt, er kommt mit dem Anspruch und in gewisser Weise hat er den Anspruch, dass die Chirurgie gut verläuft und dass er irgendwann zufrieden sein wird. Und da kämpfe ich dann schon ab und zu, wenn ich sehe, dass dieser Anspruch nicht, dass ich diesem Anspruch nicht genüge. Oder dass der Anspruch vom Patienten einfach nicht erfüllt ist. Und ja, das ist natürlich eine andere Belastung wie eine große Chirurgie, wo dann Patienten vielleicht versterben oder wirklich gesundheitlich in schlechter Verfassung sind, wenn sie das Spital verlassen, aufgrund von Komplikationen beispielsweise. Das ist schon eine andere Geschichte. Aber trotzdem kann ich schon sagen, es stört bis belastet, wenn das Ziel der Patientenzufriedenheit nicht erreicht wird. Wie gehen Sie damit um? Ich glaube, man muss einfach offen auch mit dem Patienten sprechen und ihm auch das Gefühl geben, ja, es ist mir nicht egal, dass es Ihnen nicht gut geht. Und das, ich glaube, häufig haben die Patienten schon auch Verständnis dafür, auch wenn sie dann nicht anklagen, aber natürlich zufrieden sind sie trotzdem nicht. Und mein Anspruch wäre halt schon, dass jeder Patient irgendwann zufrieden ist und das Problem gelöst ist. Aber wenn ich dann wirklich nicht weiter weiß, dann kommt die Zweitmeinung. Da muss ich sagen, schauen Sie, ich komme nicht weiter. Ich wäre froh, wenn jemand anders das beurteilen würde, weil irgendwann ist man dann so belastet oder in sich selber gefangen, dass man unter Umständen die Lösung gar nicht mehr sieht. Und auch hier sind wir in einer anderen Zeit wie vielleicht vor 10, 20 Jahren. Heute ist die Zweitmeinung keine Beleidigung mehr. Wenn ein Patient sagt, ich möchte gerne eine Zweitmeinung, kein Problem. Und vielleicht vor 10, 20 Jahren war das das war eine gewisse Majestätsbeleidigung, wenn das ein Patient gesagt hätte, vor allem bei habilitierten Chirurgen, dann wäre das nicht gutiert worden. Aber heute ist das auch eine akzeptierte Methode, wie man eben bei schwierigen Situationen sich entlasten kann und dem Patienten allenfalls helfen kann. Also die Zweitmeinung wäre eine Form der Entlastung. Was ist das lieblichste oder harmloseste Analleiden? Das lieblichste oder, dann beschränke ich mich auf das harmloseste. Das sind irgendwelche Hautfalten, die stören oder irgendetwas Kosmetisches, wo man sagen kann, ja gut, das ist kein Problem, ich nehme es Ihnen gleich weg. Das ist für mich natürlich harmlos, aber ich denke immer, für den Patienten ist das eine andere Sicht. Der hat sich vielleicht 3 Monate Zeit genommen für diesen Schritt. Aber für mich ist das dann klein, aber für den Patienten vielleicht dann doch ein großer Schritt zu kommen. Und dann ist er dementsprechend erleichtert, wenn man mit wenig Aufwand zum Ziel kommen kann. Ist Scham ein großes Thema im Analbereich? Ist immer noch das große Thema im Analbereich. Also ich glaube, die Leute haben wirklich damit zu kämpfen, dass sie etwas im Analbereich haben, das sie jemandem anvertrauen müssen. Und das ist immer noch das Problem. Es ist ein individuelles Problem. Also die Leute wollen nicht darüber sprechen. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Die Medien wollen nicht darüber berichten. Da hat es auch konkrete Beispiele, wo Radioagenturen gesagt haben, nein, das ist kein Thema für uns, oder große Zeitschriften gesagt haben, nein, lieber nicht, weil das ist nichts für unsere Hörerschaft. Das ist immer noch das große Problem, vor allem wenn dann die Beschwerden über die vielleicht noch sozial akzeptierten Hämorrhoiden hinausgeht, also wenn es dann um die Kontinenz geht beispielsweise, was macht eine Patientin, ein Patient mit einer Stuhlinkontinenz? Wem vertraut sie das an und wie reagiert dann diese Person? Wie gesagt, die Presse reagiert mit lieber nicht. Woher führen Sie das zurück?
weil ich habe mal ein Interview gehabt mit einer Radiostation und dann gesagt, ja, aber ist ja toll, dieses Video, aber ihr müsst mal etwas bringen über die Schulinkontinenz, weil da gibt es so viele Personen, die davon betroffen sind. Es gibt so viel Unkenntnis, dass man das behandeln kann. Und es nützt nicht mal etwas, wenn der Patient zum Hausarzt geht und das erwähnt, weil der Hausarzt ist nicht der Superspezialist. Und der Hausarzt kommt vielleicht noch aus einer Generation, wo man gesagt hat, ja, mit 75 kommt halt dann mal was und vielleicht müssten sie halt damit leben und ja, da gibt's nur den künstlichen Darmausgang. Das Wissen fehlt und das kann man nur ändern, indem man diese Thematik nach außen trägt. Man kann dem Patienten helfen, indem man diese Symptomatik enttabuisiert und man kann einfach informieren. Und wie gesagt, das ist heute in unserer schambehafteten Gesellschaft leider noch nicht viel anders wie noch vor Jahrzehnten. Also es haben zwar alle Analsex, aber es traut sich kaum jemand, über die Probleme zu sprechen. Ja, also etwas überspitzt darzustellen. Ich würde eher sagen, man spricht über Analsex oder man verliert vielleicht auch die Scham vor den Kindern oder auch in der Gesellschaft, da gibt es Jugendliche, habe ich vernommen, die sagen, ja, ich bin eher auf Pornhub und die anderen sagen, ja, ich bin auf X-Porn, keine Ahnung was. Und dass wir diese Thematik, die wird immer öffentlicher oder auch die Filme werden immer mehr sexualisiert oder es gibt immer mehr Netflix-Serien, die doch so Softporno ähnliche Szenen beinhalten, die dann beim Publikum sehr, sehr gut ankommen, obwohl die Geschichte völlig auf der Strecke bleibt. Aber das sind Sachen, die ohne Probleme von der Gesellschaft akzeptiert und auch gefordert werden, diese Offenheit. Aber die Analregion als Krankheitsfeld, das ist noch nach wie vor ist das sehr stark tabuisiert. Im Gegensatz zur Urininkontinenz, die es geschafft hat, sozial völlig akzeptiert zu sein. Und da sehen Sie Fernsehwerbungen über die Urininkontinenz. Undenkbar für die Stuhlinkontinenz. Was können wir tun? Mein Appell eben an die Medien, dass man wirklich diese Themen aufgreift, dass die Leute merken, das ist ein Thema, gibt es eine Lösung, haben das andere auch. Man muss informieren, dass eben das die anderen auch haben. Und ich glaube, das ist eine große Verantwortung der Medien. Aber durch das, dass eben diese Themen nicht thematisiert oder diese Sachen nicht thematisiert werden, getrauen sich die Leute halt einfach nicht, sozusagen die Ersten zu sein, die darüber sprechen wollen. Und ich hoffe, dass das vielleicht noch ein paar Jahre geht und dass sich dann diese Thematik ein bisschen, dass diese Scham etwas aufbricht. Aber momentan ist das nach wie vor ein Tabuthema. Ja. Wenn Sie selber auf der Toilette sind, vor dem Spülen, schauen Sie noch zurück? Nicht regelmäßig, kommt aber vor. Und ist das quasi zur ärztlichen Kontrolle, die Sie sich selber verschreiben, oder Zufall? Es gibt also tatsächlich Fragen, die ich mir noch nie selber gestellt habe. Ich kann es gar nicht sagen. Vielleicht eine gewisse Kontrolle über das Ausmaß des Erfolgs. So, ja. Herr Dr. Dindo, vielen herzlichen Dank für dieses nicht nur aufschlussreiche, sondern auch unterhaltsame Gespräch. Ich hoffe, dass Ihr Anliegen erfüllt wird, dass mehr Menschen informiert werden über diese Themen und Hilfe bekommen. Gern geschehen. Vielen Dank.
Gern geschehen. Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertrifftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact@meiertrifftmediziner.ch. An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.